letztes Mal? Hat Flummi ganz viel Shit gemacht, den sie jetzt gerne erzählen würde. Habe ich dich zusammengeschissen, weil du unglaublich dumm warst? Das kann man so sehen, kann man aber auch anders sehen. Ja, ja, es ist ja was anderes. Dieses Mal ist es ja was ganz anderes, weil du es warst. Das war noch nie eine dumme Idee. Stimmt, du hast sie mehrmals zusammengeschissen. Stimmt. Das eine Mal habe ich ihn nicht zusammengeschissen. Da habe ich ihm nur zu verstehen gegeben, dass ich kein Mitleid mehr mit ihm habe und er mit seinem Rumgeheule aufhören soll. Ja, du hast dich ziemlich auf Kamals Seite gestellt, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, weil tatsächlich David echt ein Arsch war, so. Davids Argumentation war auf jeden Fall lückenhaft, sag ich mal. Das muss ich leider gestehen. Lückenhaft vielleicht, aber Kamal war viel schlimmer. Kamal ist ein Arsch. Ungefähr so, genau. Das war exakt deine Argumentation. Nee, seine Argumentation war, auch wenn ich mindestens ein genauso schlimmer Bursche war, betraf es doch nie mich, wenn ich etwas anderes den anderen tat. Das ist nicht ganz richtig. Doch. Das war nämlich das. Ich habe Menschen ausgenutzt, ein bisschen. Ein bisschen? Er auch. Nee, er hat einen von uns ausgenutzt. Das warst du zu dem Zeitpunkt noch nicht. Nee, deine Argumentation vorletzte Woche war aber tatsächlich, ja, aber das betraf ja nicht mich. Ja, ist richtig. Das war halt das Gute daran. Das ist auch noch ein, das verschlimmert das Ganze auch noch. Es kommt quasi erschwerend dazu. Das ist halt, das muss halt mehr bestraft werden. Das stimmt schon. Da kann ich jetzt auch so gar nichts gegen sagen, aber hier macht mal ein bisschen mehr Zusammenfassung, ihr Spasten. Warum, die Leute haben die Folge doch gehört? Haben sie nicht. Die hören nur jede zweite. Ja, die hören jede zweite Folge eine Zusammenfassung der letzten zwei Folgen, die äußerst lückenhaft ist. Naja, und deswegen machst du die heute mal ein bisschen weniger lückenhaft. Ja, aber ich habe die Hälfte der Zeit gepennt, weil ich super müde war. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Das schneiden wir raus, das wirft ein schlechtes Licht auf mich. Machen wir nicht. Aber dann mich kritisieren wollen, wenn ich hier irgendwie was gemacht habe. Ja, ich weiß, dass du nicht auf den Wanst gehört hast und der Meinung warst, einer Rotkap gegenübertreten zu müssen. Aber ich mochte den Moment trotzdem. Ja, aber der ist ja. Ich jetzt, auch. Der es ist halt der quasi. Ist, der Bart ist, der ist ja jetzt nur angeklebt. Nö. Oh. Ja, das ist also so ein. Man muss das auch einfach mal durchziehen. Ja. Die Quittung hast du ja gekriegt. Hat sich jemand beschwert? Ja, du. Eigentlich nicht wirklich. Hat er wirklich nicht. Er hat das genommen wie ein Mann. Na, David meine ich. Nee, auch David hat es genommen wie ein Männchen. Aber eben halt auch nur wie ein Männchen. Naja, nee, komm, nee, nee, kannst du nicht aber. Beschwert. Er hat quasi festgestellt, das war doof. Beziehungsweise nicht ganz so erfolgreich, wie er sich das gedacht hat. Und damit war's das. Die hat dich nicht rumgeweint. Das hast du nicht. Was für, eben. Um wir sind von den Nöckern zum Essen eingeladen worden. Zu unserer Henkersmahlzeit. Das stimmt, ja. Wir sind, das ist glorreich in die Hose gegangen, weil sie sich nach 10 Minuten so zerstritten haben, dass wir dann nur noch mit einem zu tun hatten, dessen Namen ich leider gerade schon wieder irgendwie. Claudius. Ach genau, das war der Claudius McAwesome. Ja. Von der App. Genau, mit dem haben wir ein bisschen uns unterhalten, der kleine Internet-Troll. Die haben sich auch nicht zerstritten, die haben nur die Energie gesammelt. Ich glaube übrigens, dass unser Spielleiter sich selbst als Vorlage für Claudius genommen hat. Claudius ist viel zu intelligent und ruhig und hat viel zu viel positive Wege, seine Aggressionen zu bewältigen. Ich halte das für äußerst falsch, du dumme Leute! Naja, du hast ungefähr dieselben Wege, um deine Aggressionen zu bewältigen. Ich habe noch nie im Internet. Ernsthaft? Naja, gut, okay. Also, auf das Leukämie-Forum bin ich nicht umsonst gekommen. Nee, warte mal. Das war ein Ausrutscher. An dem Tag, ich hatte Montage. Das ist nicht einfach hier. Keine Ahnung, also das könnte passiert sein, weiß ich nicht. Oder auch nicht. So genau kann das heute keiner mehr sagen, aber nein, tatsächlich nicht.
Dafür bin ich eine zu große Pussy. Es war nur das Brustkrebsforum, aber dafür hat er da auch 3 Accounts. Ja, aber das sind ja dann auch tatsächlich immer nur ausgewachsene Menschen, die müssen das vertragen können. Ah, das stimmt. Ja, genau, dann sind wir verurteilt worden. Wir sollen uns jeden Tag wieder an diesen Tag erinnern, also jedes Jahr wieder an diesen Tag erinnern, an unsere schändlichen Taten und bla, für den Rest unseres Lebens, bla. Ach ja, und du hast noch rausgefunden, ich glaube, das hast du da noch nicht gesagt, ne? Dass der Streit zwischen euch beiden jetzt nicht escalaten sollte. Ja, stimmt. Ich war ganz viel in der Bibliothek und habe rausgefunden, dass wir uns jetzt nicht bis aufs Blut zerstreiten sollten, weil wir sonst leider abkratzen. Aber, ja. Aber wie war denn das? Ich glaube, du hast David das noch nicht erzählt, ne? Nö. Nope. Okay. Und da ist ja erstmal kein Grund. Sonst nimmt er das die ganze Außerdem Zeit als Argument. Da habe ich ja irgendwie gar nicht so viel Bock drauf. Ah. Außerdem streiten wir uns ja gar nicht so richtig. Wir haben eine Meinungsverschiedenheit vielleicht. Genau, wir diskutieren und kabbeln uns ein bisschen. Wollen. Ihr bereichert euch aneinander. So ist es. Dann, ja, es sind Dinge passiert und wir sind von den Adligen noch irgendwie jeweils getadelt worden. Getadelt wurdet ihr nicht. Also wirklich. Es wurde nur gesagt, wir sind schlechte Feen. Das ist nicht okay. Hey, ja, die haben es ein bisschen theatralisch rübergebracht, aber ja, das ist in Ordnung. Es sind Feen und Ski. Ja, es gehört dazu, sag ich ja. Ist ja in Ordnung. Wenn da nicht ein bisschen Schleim tropft, dann ist es kein richtiger Thronsaal. Ja. Ansonsten ist, glaube ich, nicht mehr so viel passiert. Ist ja auch eigentlich besser gewesen, wenn sie euch eine Ich-Botschaft gegeben hätten, oder? Nee, dann hätte ich leider einfach lachen und gehen müssen. Scheißegal, was sie zu sagen haben. Ich sehe, du hast mein Land angegriffen. Das macht mich wütend. Hör auf. Ja, das wäre gut gewesen. Ja, das stimmt. Dann hätte ich nämlich sagen können, hab ich doch schon. Hab schon längst aufgehört. Muss nicht mehr böse sein. Alles gut. Siehst du mal, Ich-Botschaften sind das Beste. Jodi, mach mal los. So, wie viel Schaden hatte David? Das hast du ja bestimmt aufgeschrieben, ne? Sehr, sehr viel. Das war gar nicht so viel. Ich konnte ja auch einiges wieder heilen. Nein, einiges nicht. Also hier steht. Du hast deinen Hummelbanner kaputt gemacht. Ja. Ja, okay. Du hast immer noch 5 Schaden, sagst du. Hm. Na gut, und wie viel Glamour? 6. Ist auch viel. Na gut. Du liegst also zu Hause rum, das ist okay. Sophie. Die hat nichts vor. Die ist in der Bibliothek, macht ihren Shit draußen irgendwo in der Pampa und Was für Shit machst du in der Pampa? Naja, was auch immer hier gerade durch den Kopf geht. Ja. Ja, ja. Klar. Wenn ihr gerade danach ist zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Stadt, ich will jetzt in die Pampa, dann geht sie dahin. Und was macht sie denn da? Abgestorbene Baumstümpfe zeichnen. Ah. Sympathisch. Na gut, aber in der Bibliothek verhält es sich ja so, dass du, nachdem du dich ein bisschen mit diesem ganzen Eidgedöns und so beschäftigt hast, die 4, naja, sind Sammlungen quasi über die 4 Jahreszeiten und die Orakel, die da zusammengetragen wurden, mal durchgeguckt hast. Das ist ja klar. Da man sich das Beste zum Schluss für den Schluss aufhebt, hast du natürlich mit dem Frühling angefangen. Ja, angefangen habe ich auf jeden Fall mit dem Frühling. Ist jetzt auch nicht so viel. Da fehlt ja auch extrem viel an nicht nur einzelnen,
weiß ich nicht, Beobachtungen, Geschichten und Zusammenstellungen, sondern auch innerhalb dieser sind einfach Lücken über die Zeit entstanden, die nicht eben klein sind. Aber es ist ungefähr das, was man erwartet, ne? Das, was du noch erfährst, ist das, was ich dir neulich gesagt habe, betreffend des Orakels. Okay. Und beim Sommer verhält es sich ähnlich. Nur, dass ich dir da nichts gesagt habe, soweit ich weiß. Und das Buch vom Herbst, also die Sammlungen, stehen nicht im Regal. Die waren aber neulich noch da. Okay, dann hat die wohl irgendwer anders. Dann ist das halt so. Das ist keine Ausleihbibliothek, ne? Ja, dann sitzt hier irgendwer rum, der irgendwie guckt. Ja, ja, das ist möglich. Ja, oder die Verheimlichung. Dann gucke ich halt mal, was über den Winter da steht. Ich sag mal, nicht nur das Beste. Natürlich nicht, ist ja auch eine Frühlingsbibliothek. Das stimmt. Allerdings in der Bibliothek, ne? Wenn sich da eine Weile auffällt, dann ist es bei den meisten so, dass da so ein kleiner Blumenteppich um die herum wächst. Der Frühling dort ist aber sich immerhin so bewusst, dass er eine Übergangsjahreszeit ist, dass zumindest da bei dir in der Nähe immer nur Schneeglöckchen auftauchen und ab und zu nochmal ein bisschen Raureif drüber kommt und sowas. Das ist nicht ganz so schlimm dort. Das scheint auch nicht so wirklich hardcore propagandamäßig dort zu sein. Allerdings, ich meine, natürlich hat die Alte einfach mehr Zugriff auf irgendwelchen Frühlingsshit, den sie dort hinstellen kann, als Bücher. Da Winter gerade das Haus Elund wird hier bestimmt wenig überreicht haben. So, aber was steht da über den Winter? Naja, ich sag mal. Mehr als Schneeglöckchen lasse ich übrigens auch nicht leben. Als ob du da drin so viel Einfluss hättest. Ja. Da wächst einfach nicht viel mehr. In deiner Gegenwart. Pass auf, es ist schon relativ, was heißt wahrheitsgetreu? Das sind ja auch nur Geschichten, aber er wird nicht verzerrt oder schlecht dargestellt, aber für die meisten wirkt es natürlich trotzdem eher unschön. Warum? Bitte? Warum? Na, guck mal, die anderen Höfe, zum Beispiel Frühling und Sommer, da wächst die Scheiße und wird erhalten. Im Winter ist zwar Ernte, aber trotzdem ist da noch nicht so viel Verfall. Du meinst, im Herbst ist Ernte? Herbste. Und im Winter ist einfach alles tot. Natürlich finden die das dann eher doof. Zum Beispiel. Und da Feen irgendwie von Menschen geprägt wurden, zumindest durch das Zusammenleben und durch das Verbinden mit dem Menschen, der Mensch fand halt auch eher den Winter früher nicht so gut. Fand er einfach nicht. Deswegen ist es natürlich, hat es natürlich trotzdem eher einen leicht negativen Duktus. Deswegen gucken nämlich alle immer so stirnrunzelnd an. So ist es. Na dann. Ach übrigens, bei dir. Nee, anders. Das geht nicht. Ende. Punkt. Wenn du damit einigermaßen bei einem Viertel bist, kommt ein Mann des Wegs. Der Mann riecht ein wenig nach Fäulnis. Nicht so wie ein Slur, sondern etwas anders. Wie ein verrottener Laubhaufen. Ja. Nein, aber so ähnlich. Es ist nur ein leichter Touch. Außerdem ist viel offensichtlicher an ihm, dass einfach immer wieder Teile seines Körpers fortgetragen werden und aus anderen Richtungen wieder zu ihm heran, aber leicht verändert. Es ist ein ständiges Sirren um ihn in einer Tonhöhe, die du gerade noch so hörst als Frau. Und die deswegen umso unschöner ist. Gut, ich werde sofort aufstehen und weggehen, denn das ist äußerst nervtötend und ätzend und niemand kann Fiepsgeräusche ausstehen. Da möchte man nur reinschlagen oder sofort verschwinden. Jedoch, wenn er dich erblickt, wird es nachlassen und einem etwas tieferen Grollen. Wenn du mich einmal ausreden lassen würdest, müsste ich nicht ständig ins fucking Leukämie-Forum gehen. Also,
dann mache ich immer so bedeutungsschwangere Pausen, die mich denken lassen, dass du fertig bist mit der Gülle, die du da auskotzt. Ja, also. Tiefenimmersion. Es ist also so, dass des Weiteren sein Kleid ein Blätterkleid ist. Also, ich sag mal, da sind auch Stellen frei, ab und zu. Also, wenn du Informationen zu seinem Penis wünschst, werde ich dir gern später mitteilen. Was für eine Fee ist denn das? Hast du bisher noch nicht gesehen. Achso, ich dachte, ich würde das sehen, wenn ich ein Herbstfeen-Dingsgumskleid sehe, müsste man das doch eigentlich sehen. Ja, aber er hat keines der Merkmale. Es werden Teile seines Körpers weggetragen und wieder heran und du hast keine Ahnung. Achso, okay, das ist schon der Feenschein. Ja, das ist. Das wollte ich doch wissen. In der Bibliothek ist alles Feenschein. Okay. Er ist schon noch humanoid. Ja. Aber wenn zum Beispiel Teile seines Gesichts weggetragen und wieder herangebracht werden, ändert sich das rapide. Deswegen kann ich mir da die Beschreibung zurücksparen. Ja. Er blickt dich dann an, stellt das Buch zum Herbst rein. Guten Tag. Hi. Sie guckt hoch. Ihr mustert dich etwas. Ich hoffe, du wolltest das nicht lesen. Doch, aber später. Darf ich fragen, zu welchem Zweck? Weil ich neugierig bin. Oh, neugierig auf was? Was passiert ist? Auf die Geschichten? Das ist, tut mir leid, ich glaube nicht, dass du da fündig wirst. Wie meinst du das? Es ist verfälscht. Warum? Die Geschichten oder viele von denen, ein ganzer Teil von dem, was Herbst ist, ist vermutlich hineingerutscht in die Geschichten, die jetzt vom Winter handeln. So eben wie auch der ganze Hof des Herbstes sich abgewandt hat von einem ganzen Teil seines Erbes. Und woher weißt du das? Es ist nicht, es wäre vermessen zu sagen, ich wüsste, aber ich glaube mich zu erinnern und es fühlte sich so falsch an, nach allen Leben im Hof des Herbstes als ein treuer Diener austreten zu müssen, weil der Herbst inzwischen nichts weiter ist als ein verwöhntes Kind, das immer nur in seine Hamsterbacken füllt und vergessen hat, dass er der Verfall ist und du wirst jetzt genannt Botschafterin des Verfalls, aber das ist so falsch. Im Winter gibt es kaum noch Verfall. Da wird erhalten, da wird der Tod erhalten. Wenn ich an den Herbst denke, denke ich nicht nur an sonnig-goldene Herbsttage mit Farbenspiel und mit einem reich gefüllten Vorratskämmerchen. Ich denke an ein langsames Sterben, an ein Gemahnen, an das Ende vor dem Neubeginn, daran, dass das Rad langsamer wird, bevor es im Winter fast zum Stehen kommt und dann wieder mit vollem Schwung erwacht. Und all das steht darin nicht. Auch nicht von den großen Geheimnissen der Magie, die wir einst gelüftet haben.
das, was jetzt dem Hause Eilund als einziges nachgesagt wird, obwohl Hause Eilund doch früher viel mehr Herbst als Winter war. Und das weiß ich noch mit Sicherheit, da ich mich an das noch ganz sicher mit Vollbesitz meiner Kräfte zu erinnern weiß. Dann solltest du dich vielleicht bemühen, das Hause Eilund daran zu erinnern. Um dem Herbst seine alte Form zurückzugeben. Das, was die Eilund tun und wem sie sich zuordnen, spielt für mich keine Rolle. Und ich lege offensichtlich. Ja, aber ich lege wenig Wert darauf zwischen den weibischen Machenschaften dort. Ich lege da keinen Wert drauf. Du legst keinen Wert auf dein eigenes Haus? Es ist nicht mein Haus. Um Gottes Willen, ich bin nur ein Gemeiner. Ja und? Ich hatte nie etwas mit denen zu schaffen. Für was die Ski sich entscheiden, das sollen sie tun, das ist mir egal. Ich hoffe, dass eines Tages der Hof des Herbstes sich zurückerinnert, aber dafür kann ich wohl wenig tun. Du kannst es versuchen. Und was sollte ich da versuchen? Du bist das Herbstkind. Lass dir was einfallen. Du kennst dein eigenes Haus besser als jeder andere. Es ist nicht mehr mein Hof, seitdem ich aus... Hof. Ich bin ausgetreten. Das heißt, du versteckst dich, du läufst weg. Nein, aber nein, es heißt, ich will nicht mehr Teil davon sein, was so falsch ist, aber es heißt auch, dass die jene dort mir kein Gehör mehr schenken. Mich Feigling zu nennen, mag dir recht erscheinen, aber was soll ein einziger tun? Was ich suche, sind Gleichgesinnte, und was ich suche, sind meine Erinnerungen, damit ich sie hier einbringen kann. Ich ersuchte auch die Herren der Lehrer darum, dieses Buch zu erweitern, um das, was ich glaube, was verloren ist. Und sie gab mir die Genehmigung, aber dafür brauche ich nun mal meine Erinnerungen zurück und noch mehr Leute, die ebenfalls wieder etwas wissen. Nenne mich Feigling, aber dann sehe ich nur, dass du ein rebellisches Kind und eine Närrin bist. Was Sinn ergibt, Orakel des Trotzes. Sie zuckt mit den Schultern und guckt wieder auf ihr Buch runter. Ah, absolut das, was er gesagt hat. Schön. Ja, er stellt dann das Buch rein, beobachtet dich noch kurz und geht dann. Wenn er sich wieder umdreht, leicht nerviger Ton. So wirklich die letzte Frequenz, die du noch erhaschen kannst. Männer haben es einfach so viel besser übrigens. Wieso? Ja, weil Männer nicht so hohe Töne hören. Ach so, ja. Gut. David. Ja. Dein Handy. Es klingelt. Welche Nummer ist denn drauf? Mutti. Moin. Moin, du sag mal. Ma? Alter, Witzbold, wie läuft's denn so bei dir? Geht so, ich bin gerade ein bisschen krank. Hast du wieder die Stadtgrippe eingefangen? Jep. Warst du dieses Jahr schon Grippeschutzimpfen? Nein. Dann gehst du mal besser. Zu spät. Die richtige Influenza, ne, dann gehörst du doch aber hier ins Krankenhaus, die ist doch gefährlich. Ja, fast schon. Na, aber damit ist wirklich nicht zu spaßen, da musst du was machen. Ja, Mutter. Alles ist gut. Ich habe ein bisschen Fieber. Was bist du denn so? Ich habe ein bisschen Fieber, mir geht es ein bisschen schlecht, das kuriert sich schon alles wieder aus. Wenn es zu schlimm ist, habe ich eine Mitbewohnerin, die meinen halbtoten Körper wohl ins Krankenhaus führen kann. Ja, guck dir dann auch mal nach dir, wenn du so krank bist. Natürlich. Ja, das will ich auch meinen.
Ansonsten muss ich mal selbst da runterkommen. Alles gut, brauchst du nicht. Ja, du bist ja wieder ein Vater, du. Du nimmst das immer nicht so, aber weißt du, wie viele Leute da letztes Jahr dran gestorben sind, weil sie nicht impfen waren? Bin ich ein Kind? Ja, nicht nur die Kinder und die Alten. Genau die. Die sind daran, die verrecken daran sehr schnell. Ja, nicht normal, nur. Normal gesunde Menschen, die trifft das nicht so stark. Das ist ein Fieber. Das werde ich schon wieder los. Na, ich werde mein Auge drauf haben. Ich habe da ein Auge drauf, keine Sorge. Hast du eigentlich mal was von deiner Schwester gehört? In letzter Zeit noch nicht wieder, nee. So gar nicht. Telefoniert ja gar nicht miteinander. Wir sind. Gibt es da ein Problem? Ja, so direkt nicht, aber. Ich dachte, du weißt ja vielleicht ein bisschen mehr, was da so läuft bei ihr, wie das Ganze jetzt ist. Mutter, die wird langsam erwachsen. Das heißt, sie meldet sich nicht Ja, mehr. so schnell geht das ja nun auch nicht. Letztes Mal hat sie noch Doch. Wäscheberge mitgebracht aus Berlin. Die spinnt ja wohl. Das ist doch das Übliche. Nee, also. Wenn du mal was hörst, könntest du mir auch mal Bescheid geben. Die sagt, die erzählt mir so wenig. Ich melde mich, wenn ich was höre. Also. Na gut. Und Du meld weißt doch, dich mal. solange die Leute sich nicht melden, die Kiddies nicht melden, geht's denen gut. Weißt du doch. Und meld dich mal jetzt öfter wegen hier, ne, deiner Triefnase. Ja, Mutter. Wie geht's denn dir und Papa? Sie erzählt dir vom Nachbarschaftsstreit. Etwa eine halbe Stunde, weil der Nachbarschaftshund inzwischen ständig bei euch in das Kräuterbeet kackt. Der Nachbar sich aber weigert, ihn in seinem Garten anzuleinen und da einer, sind ja jetzt bei irgend so einem Sturm Zaunlatten gebrochen und die sehen das auch gar nicht ein, behaupten auch gar, es sei ein anderer Hund und die Stimmung ist erhitzt, also bei den Frauen vor allen Dingen, weil die Männer, die scheinen wohl zu behaupten, sie klärten das miteinander, sitzen dann aber nur zusammen in der Kneipe, vermutlich wortelos und verstehen sich. Ja, so gut, Quasi wenn die sich verstehen. Romeo und Julia. Solange die sich verstehen, ist doch alles easy. Ja, aber die sollen sich nicht nur verstehen, die sollen auch mal was dagegen machen hier. Es geht doch nicht. Ich muss mich ja jeden Tag um den Mist kümmern. Es ist doch guter Dünger. Ja. Ja. Du hör mal. Ich entscheide, welcher Dünger da drauf kommt. Ja, aber günstiger kriegst du ihn nicht. Muss auch mal so sehen. Ich meine, die füttern und du kriegst dafür Dünger. Ist doch super. Ja, Die Nachbarn zahlen dann. da kann ich auch selbst da drauf scheißen. Du, da sind sehr viele Nährstoffe drin. Also ich finde, die sollten sich ja einfach mal darum kümmern, dass sie ihr Haustier in den Griff kriegen. Ja, natürlich. Ansonsten holst du dir eine Hundepfeife und dann, wenn du den siehst, dann scheißt du einfach und dann hast du schon keinen Bock mehr auf den Scheiß. Das ist eine gute Idee. Ich weiß. Ich glaube, das werde ich gleich machen, ja. Und das Schöne ist, das kriegen die ja nicht mal mit. Da fahre ich. Das hört dir nur der kleine der Quäker und dann, ne? Das ist gut. Da fahre ich gleich mal runter nach. In die Stadt, sagst du. Hagenbrück fiel mir ein. Das klingt irgendwie richtig. Fahre ich gleich mal runter in die Stadt und dann kaufe ich mir so ein Ding. Weiß ja, ne? Im Pet Store gibt's das ja. Ja. Das ist gut, ja. Na gut, melde dich mal hier und Ja, pass auf, wenn da die hat es Temperatur zu hier. hoch klettert, dann sofort Krankenhaus. Natürlich, ich habe extra dein Rezept Hühnersuppe gemacht. Das hilft super. Ja, stimmt, damit kommst du erstmal über den Berg. Eben. Und ließ ihm sein Angerät. Wie geht's der? Ich hab dich gerade nicht verstanden. Ließ ihn ihr sein Annegret. Bitte, was laberst du?
Annegret, also Lieschens Tochter Annegret. Alter, warte mal, du hast zwei Schwestern, ne? Oder was? Ja, aber die hat keine von beiden. Das ist einfach nur eine wildfremde Person aus dem Dorf. Ich dachte jetzt im ersten Moment irgendwie, das ist eine Art Sprichwort, die ich nicht kenne, so wie Pipi in die Augen oder nee, so. Nee, das ist quasi von Jupp seine Lieschen-Tochter, du meinst die Dorfmatratze. Na sicher. Ja, Annegret, ja. Die Tochter von Lieschen. Ich sag mal, sie wird dir erzählen, wie sie neulich wieder irgendwie, die war. Deine Mutter war ja einkaufen und sie hat sich ja homöopathische Schlaftropfen gekauft wegen des Schnarchens deines Vaters. So, und als ob das was hilft. Ja, warte mal. Natürlich hilft das was, das ist Physik. Also, unabhängig davon, war die dann nämlich da vor ihr dran und hat sich aber schon wieder, ich sag mal, Pilzmittel gekauft. Oha. So. Als ist ja auch egal. Ist wieder Dreck im Fuß. So. Ja, und neulich auf dem letzten Dorffest hat man sie nämlich noch gesehen hier mit dem Holger aus dem Nachbardorf. Mit dem sie erst wieder auseinander war, weil er mal so viel säuft und dann, ne, also und so weiter. Ach, von Jupsan. Ja, Jupsan Holger. Ich verstehe. Ja, Jupsan Holger. Genau. Mit dem ist ja in der Zwischenzeit auch nichts mehr los, du. Der Hof von dem, der liegt ja auch total da nieder. Ja, die beiden gehen ja auch nur saufen. Also von Jupp wusste man das ja sowieso schon, dass der immer nur an der Flasche hängt und Holger ist dann, ne, reingerutscht, weiß man doch. Ja, er hatte so große Pläne. Früher sagte er immer hier, ich werde nicht wie mein Alter, siehst du mal. Ja, Apfel fällt nicht weiß vom Stamm. Vom Korn. Aber eben. Aber muss doch mal Auge drauf haben, vielleicht kommen die ja irgendwann dazu, dass wir es verkaufen. Dann. Hm? Wir sind noch zum Großlandbesitzer. Ja, wer soll denn das noch? Kommst du dann hoch und bewirtschaftest das oder was? Ja, das müssen wir dann schauen, aber. Aha. Zur Not bastelt das einfach. Ja, du denkst auch irgendwie, hier wächst die Kohle bei uns unter der Scheiße vom Mund. Solange du dieses Zeug einfach nur verpachtest, musst du dafür ja nichts tun. Er muss erstmal das Geld haben, um es zu kaufen. Wenn die alle alkoholsüchtig sind, stellst du eine Flasche Schnaps hin und dann gibt dir das schon. Vermutlich ist er eh schon so verschuldet, dass das direkt schon eigentlich jemand anderem jetzt im nächsten Moment gehören wird. Wahrscheinlich. Vermutlich gehört das schon alles der Bank. Möglich. Das heißt, ich müsste ihn direkt mal fragen, ob er sein gutes Geschirr verkauft. Der hat doch das Schöne, das ganz Alte. Vielleicht braucht er ja gerade ein bisschen Geld. Dann könnte ich mir das gleich mal sichern quasi. Ich meine, bevor es die Bank oder der Staat kriegt. Ah, du meinst das gute Maria Kron. Genau. Hätte nicht gedacht, dass du sogar weißt, wovon ich spreche. Mensch, du hörst mir ja zu. Natürlich höre ich dir zu. Das wäre ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Hundepfeife kaufen und das Jute beschaffen. Guter Plan. Ja gut, ich werde mich auf jeden Fall erstmal mal hinlegen, weil ich brauche meinen Schlaf. Mach das. Sehr gut. Hab dich lieb. Hab dich auch lieb. Piep. Ich schreibe mal meiner Schwester, dass sie sich mal wieder bei Mutter melden soll, die hat schon Sehnsucht. Sie schreibt, dass sie das doch dauernd tut. Ich weiß, aber Muttern ist einsam. Braucht einen Hund oder so. Kinder verlassen alle das Haus. Ich dachte, sie hat den halben Nachbarnhund im Garten. Ja, nur so eine Scheiße. Das ist doch das Wesentliche an einem Hund. Wie geht's dir denn sonst? So. Ja, du, da kommt es erstmal, da auf die Frage kommt erstmal keine Antwort. Die muss ja, das ist klar. Die muss ja auch arbeiten. Ja, genau. Und irgendwann später, so einen Tag später, so kriegst du alles flüssig oder so. Sehr gut. Nee, warte, die schreibt natürlich, läuft bei mir, klar. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Na, super. Cute.
Noch am selben Tage, aber so 17 Uhr, ja, klingelt eure Haustür unten, meine ich übrigens. Also quasi dort bei der Gegensprechanlage dann. Also nicht die Wohnungstür, sondern die Haustür. Nee, nee, unten, unten. Sag ja, nicht die Wohnungstür, sondern die Haustür. Ja, ja, unten. Die Alte ist noch nicht da, falls du das denkst. Ja, ich geh mal zur Gegensprechanlage. Ja. Ja, guten Tag, wo macht man das Rundschwärme, können Sie mal reinlassen. Was? Ich krieg's nicht nochmal so hin, scheiße. Also, er wird nochmal so nudelig irgendwas sagen, wobei nur die Worte Ohrwachtmeister und Rutschmeier oder aufmachen hervorquellen. Warum? Wir hätten ja mal mit Frau Milroy gesprochen. Ja, die ist gar nicht da. Wann ist sie denn zu sprechen? Keine Ahnung. Ich schreibe in der SMS, vielleicht weiß sie was. Sehen Sie... Herr Husten. Jo. Hm. Würden Sie da eine Vorladung entgegennehmen und unterzeichnen, dass Sie die bekommen haben, bitte, ja? Sie sind ja gerade da. Dann kommen Sie halt hoch. Die werden hochkommen. Dir ein Briefchen von der Uniform. Der eine ja, der andere nicht. Dann lass ich mir von beiden mal die Dienstmarke zeigen. Der eine ist hier tatsächlich irgend so ein Wachtmeister oder was, wo man da noch Dienstgrad ist. Und das andere ist aber Kriminalkommissar. Kriminalkommissar? Ja, frag nicht nach Dienstgraden. Er ist, doch, klar, stimmt, klar, so ein Kriminalkommissar. Und das ist einfach nur ein kleines Briefchen quasi an Fräulein Milborough adressiert. Und hier halt vom Staat. Und dann wirst du unterzeichnen, dass du das entgegengenommen hast. Worum geht's denn da? Ja, das können wir Ihnen so genau nicht sagen. Die wird aber schon heute oder in den nächsten 2-3 Tagen noch einkehren, ja, ja? Soweit ich weiß, ja. Na, dann ist ja gut. Dann vergessen Sie immer, das nicht hier zu geben oder legen Sie es auf den Schreibtisch. Ich hab schon so an die Seite auf so ein Sideboard gelegt. Gut, dann wünsche ich mir noch einen schönen Tag. Kalt haben sie es hier. Ja, ne? Ja, alles gut. Man muss es ja auch nicht mehr so heiß haben. Kostet ja bitte weh. Ja, gut. Wenn sie das sagen. Dann schönen Tag noch. Wünsche ich Ihnen auch. Dann werden sie wieder runtergehen. Juti. Ich rufe mal Miss Melbourne an. Ring, ring. Ja? Moin. Hi. Hier waren gerade die Bullen, die haben meine Brief für dich vorbeigebracht. Ah, verbrennen. Was? So ein Witz, Mann. Du weißt, dass ich das getan hätte? Ja. Gut. Ja, ich bin in 1-2 Stunden da. Alles klar. Irgendwelche Probleme, über die du Bescheid wissen solltest? Nicht, dass ich wüsste. Alles gut. Na dann, bis später. Jo. Sophie fährt nach Hause. Hm. Du warst tatsächlich draußen. Es ist ein gelblicher Schein kommt aus dem Keller. Also wenn du so reinkommst, siehst du ja quasi das an der Wand gegenüber der Kellertreppe. Wenn du geradeaus guckst, da so ein leicht gelblicher Schein durchflimmert. Mhm. Habe ich das schon mal gesehen? Nö. Ich guck mal vorsichtig nach. Na, wenn du die Tür zum Keller-Runtergang aufmachst, dann siehst du, dass das Wansten-Special-Tür mit irgendeiner Art gelblichem Siegelzeichen irgendwie gekennzeichnet ist. Und die Krallenspuren und sowas, die letztes Mal von innen nach außen so sich durchgebohrt hatten, sind weg. Mhm. Was ist das für ein Siegel? Lass mich kurz deinen Charakter anstellen. Du hast Okkultismus, ne? Erzähl mal, wie hoch der so ist. Ich glaube 2 oder höher? Nee, ich glaube. Ich gucke.
dass ich hier nochmal einen Charakterbogen brauchte, darauf war ich doch gar nicht vorbereitet. Du hast also 3, okay. Du hast keine Ahnung. Okay. Dann ignoriere ich das und gehe nach oben. Der Wanz wird schon wissen, was da passiert. Das stimmt. Aber es wirkt nicht wie des Wanstens Magie. Es wirkt eher wie des Sattens Magie. Auch wenn es wenig schaurig und eklig ist. Aber so viel Gespür hast du inzwischen. Du wohnst ja mit denen. Das stimmt. Ja, ich gehe in die Wohnung und gucke, weswegen ich vorgeladen werde. Du wirst vorgeladen als Beschuldigte, auszusagen, im Falle von Sachbeschädigung, und zwar am Datum des, das muss ja gewesen sein, einen Monat vorher, 29. Augustes. Ich rufe Hendrik an. Ja, der geht nicht ran. Okay. Aber er wird sehen, dass ich angerufen habe. Ich schreibe ihm eine Nachricht. Meld dich mal, wenn du kannst. Ja. Und? Was hast du mir angestellt? Vandalismus. Na gut, das ist ja wohl... gut. Schuldig im Sinne der Anklage? Ja. Aber das, wann hast du das denn gemacht? Wie hast du das gemacht? Und irgendwelche wichtigen Sachen? Irgendwas Großes? Das war diese fucking Plakatwände. Ach so. Da haben die dich gefasst? Ja, ich frag mich auch wie, weil ich nicht dachte, dass denen das so wichtig sein könnte, aber gut. Mal gucken. Wird schon irgendwie schief gehen. Im Zweifel verpassen die mir halt eine Geldstrafe und gut ist. Oh. Freiheitsstrafe wäre doof. Ja? Freiheitsstrafe wäre doof. Und wegen dem bisschen Kram? Ja, und Gerichtsgebäude ist ziemlich kacke, oder? Was sagt denn, dass ich da auftauchen muss? Da ich habe auch keinen Bock, zu den Bullen zu gehen, aber es wird wohl halt irgendwie müssen. Keine Ahnung, mal gucken. Musst du. Was, ist das nicht eine Vorladung? Irgendwas haben die das gesagt. Ja. Vorladung heißt, dass du vor Ort machen. Also übrigens für übermorgen, ne? Das ist aber ziemlich lang. Das widerspricht dem deutschen Gesetz, aber das ist okay. Wieso? Wie lange darf ich. Wie lange muss ich denn ankündigen, dass ich jemanden vorlade? 14 Tage vorher mindestens. Was? Ja, weil generell im Rechtsverkehr hast du immer eine 14-tagige Antwortszeit. Also da habe ich, aber also zumindest so, als ich Folge hast. Kann ich dem übrigens widersprechen. Aber es geht ja um eine Anklage. Also das stimmt. Ich muss erstmal Zeit haben, mir einen Anwalt anzusprechen. Dann muss sie, da hat sie erstmal 14 Tage das Zeit. Das stimmt absolut. Das wird schon so stimmen. Da gebe ich dir recht. Aber solange niemand widerspricht, werden sie damit immer durchkommen. Ne? Das stimmt. Mal, damit rede ich mich jetzt einfach mal raus. Ja, das stimmt. Das würden sie aber nicht machen wegen Verfahrensfehlern und so. Aber das ist egal. Doch, doch. Sie hatte sich ja nicht rechtzeitig umgemeldet und deswegen mussten sie ja die neue Adresse überhaupt erst rausfinden und das also wirklich. Ja, ja. Nee, das, warte mal, das ist die WOD und da ist es düsterer, deswegen... Okay, also in 2 Wochen musst du übrigens da erscheinen. So. Sie hätte natürlich auch einfach die anderen Briefe einfach ignorieren gekonnt. Und dann, deswegen haben sie es mit der Polizei vorbeigemacht. Ja, aber solche Briefe hätte sie vielleicht nicht mehr ignoriert oder du hättest sie gesehen, weißt du? Du hättest sie ja vermutlich immer gesehen. Vermutlich. Wenn sie denn angekommen wären. Dude, wollen wir erstmal. Hm? Wollen wir erstmal. Ach nee, es ist. Ach nee, wir haben erst um 9 angefangen, ne? Ja. Ja, ergibt Sinn. Habt ihr beiden Hübschen denn überhaupt was vor? Außer David, der hat erstmal nichts vor. Ich will erstmal kurieren. Und ich werde mich wohl mal kurzzeitig informieren müssen, was ich jetzt machen muss, kann, soll, will, darf.
Also, du kannst auf jeden Fall kostenlose Rechtsberatung in Anspruch nehmen, aber das ist erstmal Beratung von der Uni aus. Das ist für eine Fee der Tod. Die werden auch von erfahrenen Anwälten ja durchgeführt und so. Der Tod. Indeed. Mir geht's eher darum, ob ich sagen kann, ja, ich war's, ohne irgendwo hin zu müssen. Die brummen mir eine Geldstrafe auf und ich muss jetzt nicht großartig irgendwo hin. Ja, du musst auf jeden Fall ein Geständnis in Form einer Aussage machen und das dauert. Auf die Wache an sich musst du definitiv. Okay. Nimm dir genug Glamour mit. Ja, davon habe ich im Moment so fürchterlich viel. Ich würde dir was abgeben, aber ich habe leider selber gerade, du weißt, andere Probleme. Hm. Ach, es wird schon irgendwie. Ansonsten sprech mal mit jemandem, vielleicht könnt ihr dir helfen oder so. Das werde ich dann wohl mal tun müssen, ja. Mal gucken. Aber nicht mehr heute. Jo. Ich habe noch ein bisschen Hühnerbrühe im Topf. Oh ne, du bist ja ein bisschen Vegetarierin. Vegetarierin? Nein, die ist keine Vegetarierin. Bist du bescheuert? Seit wann denn das? Ja, ich habe ein bisschen Fieber, sorry. Also, du lügst. Wieso lügen? Du lügst mich auch noch kackfrech an. Ich habe Hühnerbrühe. Vegetarier. Ja, dann nimm dir halt Hühnerbrühe. Nee, danke. Zu wenig Fleisch. Das ist ja nicht nur Hühnerbrühe. Nicht nur die Brühe. Das ist eine komplette. Eine Mahlzeit. Also, ja, genau. Ah, na dann. Danke. Weißt du, ich mach doch was Vernünftiges. David konnte auch tatsächlich nicht so viel davon essen, wegen des Halsbisses. Ja. Yeah. Gut. Sophie. Lecker essen. Am nächsten Mittag, bei Anbruch des Mittags. Des nächsten. Du liegst bei dem Bett. Naja, so Mittag. Weiß nicht, ob sie da noch im Bett liegt. Vermutlich nicht mehr, ne? Kommt drauf an, was bei dir Mittag ist. Ja, der Anbruch des Mittags ist immer 12. Boah, steht die so gerade auf. Na, siehste, da siehst du immerhin die SMS. Erstens hast du eine bekommen. Von hier, ne? Hendrik. Der nämlich. Was denn? Ruf ich denn an? Du hörst laute Bahnhofsgeräusche im Hintergrund. Ja, ich hab grad Pause. Ich muss in 15 Minuten umsteigen. Ja, Verspätung. 20 Minuten. 20 Minuten, alles klar. Hast du auch einen Brief gekriegt? Nö, nee, wieso? Was denn? Eine Vorladung. Habe ich nicht bekommen. Hast du Glück gehabt. Wüsste ich auch nicht, warum. Ich schon. Das ist ziemlich infam. Hm. Ja gut, ich würde sagen, ich komme mal demnächst jetzt bald rum. Hm. Also ich bin jetzt in Uelzen. Das sagt dir jetzt nicht viel. Nee. Ja, das ist weit weg. Was macht der da? Sounds like in the middle of nowhere. Der arbeitet bei der Bahn. Naja, doch, ist der, ja. Ist ein schöner Bahnhof. Ja, ich... Ja, ist jetzt sehr, nicht sehr morgen bald. Oder so. Ja gut, wann denn? In 2 Wochen ungefähr. Ja gut, dann richte ich das mal ein, so bald wie möglich, aber... Also ich bin hier erstmal so ein bisschen, weißt du? Na dann wünsche ich dir viel Spaß in Uelzen. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, du. Einiges. Du warst schon 2-mal unterwegs und bist dir immer noch nicht sicher, hm? Genau das nämlich. Hm. Aber halt mich mal auf den Laufenden, falls da noch irgendwas ist. Bis jetzt ist da erstmal nur der Brief. Ja, das, deswegen ja. Ne? Ja. Gut.
Alles klar. Sie legt auf. Ja. Und du hast auch noch eine SMS von Kamal. Der hat meine Nummer? Die hast du ihm irgendwann mal gegeben. Echt? Ich bin mir zu 99% sicher. Du, das kann sein, aber 99%. Okay, was hat er denn geschrieben? Er hat geschrieben, wie sieht denn das heute mal aus? Fragezeichen. Heiter bis wolkig, 13 Grad, schreibt sie zurück. Er schreibt zurück, dass du lügst und dass er ein Treffen erbietet. Alles klar, wann und wo, was soll ich mitbringen? Eine große Tasche, damit du den einen Ordner wieder haben kannst und vielleicht Teile von dem anderen oder den anderen. Gut. Und wo ist ihm ziemlich Wurst? Dann soll er jetzt irgendwas sagen. Aber noch vor Einbruch der Dunkelheit. Ja, du, hier am... Wo macht man Runden der gleich nochmal? Ach ja, am Arsch der Welt. Mühlweg! Mühlweg ist in der Nähe von der Ziegelwiese. Also ist auch nicht weit von dir. Okay. Dort, wo ihr damals beim Kindergeburtstag wart, das Mühlweg. Ah. Okay. Wann? Ich bin da in der Nähe, du kannst den ganzen Tag kommen, am besten unbedingt vor Einbruch der Dunkelheit und tauch einfach auf und sag mir, wann du da bist. Okay. Dann lässt Sophie sich jetzt noch ein bisschen Zeit und packt dann aber irgendwann die Sachen zusammen. Und guckt nochmal nach David, nicht, dass der doch verblutet. Ja. Bringt ihm noch eine Suppe und einen Strohhalm. Danke. Mhm. Und was zu trinken ohne Kohlensäure, damit es nicht so brennt im Hals. Oh, das ist sehr vernünftig. Eigentlich nicht, aber ist egal. Ist trotzdem angenehmer zu trinken. Ja, definitiv. Lauwarmen Tee. Lauwarmen Delizia. Aber den hauptsächlich, um dich zu ärgern. Und Kamillentee übrigens. Lauwarmen Kamillentee. Das den kriegt man immer, wenn man krank ist. Genau. Aber sie war wenigstens so nett und hat die mit Honig gesüßt. Sehr nett, danke. Ja, und Wasser. Darf ich das dann auch, also, ich darf das alles verzehren, ne? Auf jeden Fall. Ich frag mich, was passieren würde, wenn ich jetzt Nein sage, aber ja, darfst du. Dann wäre alles Asche in meinem Mund. Das wäre natürlich echt unangenehm für dich zu essen. Ja, du darfst es verzehren. Dankeschön. Und das darfst du auch noch zweimal, wenn du mich jetzt fragst. Das, ja, muss ich noch, das stimmt. So, ich bin mal weg. Ja, ich darf das essen, ne? Ja. Und ich darf das essen, ne? Ja, 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 ja. Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Das war eine gute Strafe. Ja. Sophie packt den Ordner zusammen und macht sich dann auf den Weg. Ja, Fahrrad ist nicht weit. Passt. Jemand, du gibst ihm doch irgendwie Bescheid. Der kriegt eine Nachricht. Okay, dann taucht er auch auf. Bin in 10 Minuten da. Er wirkt sichtlich genervt und kräftig übermüdet. Und es riecht nach Feuern, die in der Ferne brennen, mit einer Spur Zimt darin. Aha. Also eher hauptsächlich. Hi, cool, dass du es geschafft hast. Guten Morgen. Genau.
Guten Tag. Ja. Ihr verscheucht ein offenbar lästiges Insekt in der Nähe seines Kopfes. November. Was für ein Insekt? Du siehst keins. Offenbar eins. Ach so. Es ist jedenfalls dieselbe Handbewegung. Vielleicht ist es auch das schlechte Teufelchen, das ihm sagt, David weiter zu quälen, was er verscheucht. Möglicherweise. Ich habe hier was für dich. Das ist sehr nett. Ich bin durch. Ich bin aber nicht gekommen dazu. Ich habe mir Notizen gemacht, aber ich bin noch nicht gekommen, irgendwie das sinnvoll aufzubereiten. Jo. Es sind doch alle Zeichnungen drin. Ich habe erst mal alle fotografiert. Okay. Fick, Mann. Was ist denn mit dir kaputt? Ja. Mein Todfeind. Sie zündet sich eine Zigarette an, sie hat jetzt Zeit. Ließ die Heuschrecken auf mich los. Was ich tatsächlich als Beleidigung auffassen muss, denn offensichtlich verwechselt er mich mit einem Ägypter. Biblische Plagen. Ja, wenn er anfängt, Frösche vom Himmel fallen zu lassen, bin ich milde beeindruckt, aber dennoch entrüstet. Ich bin kein Ägypter und er ist kein verdammt unschuldiger Jude, der von mir gefangen genommen und versklavt wurde. Biblische Beleidigung. Genau, du Jude. Du verstehst, dass ich milde amüsiert bin. Ja. Gut. Das ist schön für dich, dein Amüsement hilft mir ungemein. Ich hab sowieso nichts, womit ich dir helfen kann, also insofern. Das würde ich auch nicht erwarten und dennoch. Es ist etwas entnervend. Verständlich, je nachdem, wie lange das jetzt noch andauern wird. Ich glaube, ich habe die Meister schlagen, aber ich habe keine Ahnung, wie schnell die wo Eier legen. Und wie schnell daraus Maden werden, wie viel diese Maden pro Minute fressen und wann sie sich dann irgendwie, naja. Du solltest dir ein heuschreckenfressendes Tier zulegen. Ja, ein Gecko. Oder Insektenvernichtungsmittel. Das wird nicht helfen. Warum nicht? Weil sie chimärisch sind. Es gibt doch bestimmt chimärisches Insektenvernichtungsmittel, wenn es chimärische Insekten gibt. Ja. Sag doch mal die Heinzelmännchen oder die Nöcker. Ja, die Nöcker werde ich fragen. Naja. Ich glaube, also sicherlich wird es irgendwas geben, aber wie soll ich denn bitte in den Traum kommen, um mir das zu besorgen? Na, vielleicht hat ja noch irgendwer was, irgend so ein, weiß ich nicht, übereifriges Heinzelmännchen oder so. Nee. Oder halt einen chimärischen Gecko. Ich muss die Königin, die haben doch überhaupt keine Königin, oder? Nee. Ich muss das Brutnest vermutlich ausräuchern gehen. Du müsstest sie aushungern. Ich habe keine Ahnung, was sie fressen. Okay. Deine Genervtheit. Ich fürchte auch, dass sie von meiner Geduld zehren. Die sind sie sehr bald sehr ausgehungert. Aber ich denke, das Brutnest auszuräuchern wird mir deutlich mehr Spaß machen. Wahrscheinlich. Außerdem ist das, ich meine... Bitte, ich bin nicht. Du fängst jetzt aber bitte nicht an, bei uns im Haus ein Feuer zu legen, oder? Dann wäre nicht so dumm, das Brutnest bei sich hin zu tun, denn wer weiß, was mit denen passiert. Also, beherrschen kann er sie garantiert nicht. Es sind Heuschrecken. Also würde ich mal vermuten, dass er es woanders hin gepflanzt hat. Wenn es das überhaupt ist, ich müsste nochmal mich erkundigen. Aber ich bin auf jeden Fall ein Eschuh und werde nicht auf die epische Quest gehen, mir beim Heinzelmännchen für 4 Sakash Insektenvernichtungsmittel zu kaufen.
Soweit kommt es nicht. Der gleißende Strahl der Unendlichkeit wird sie treffen. Und dann schmirgelt's. Aha. Oder, ich weiß nicht, irgendwas anderes in der Richtung. Okay. Ich kann sie umlenken. Du sagst also, ich sollte mich unbedingt nach einer neuen Bleibe umsehen für ein paar Tage, ja? Ich habe nachgeguckt, mein ganzes Haus ist nicht betroffen. Die ganze Umgebung ist nicht betroffen, es ist nur ich. Okay. Das beruhigt mich. Aber im Grunde genommen, natürlich kann ich für nichts garantieren. Es geht hier um größere Dinge als dich und ja. Und mich. Ja, ich weiß schon, eure Todfeindschaft überdauert alles. Ja, natürlich. Sie überdauert auf jeden Fall den letzten Winter, der vom Orakel angekündigt wird. Nee, der wird ja vom Orakel nicht angekündigt. Hey, was heißt denn, wer redet denn mit dir? Ach so, welches Orakel kündigt den letzten Winter an? Der Sommer hat es getan. Wann denn das? Direkt nach deiner Tat hat er sich hingestellt und gesagt, warte, ich möchte... Der davon erfahren und wann hast du mit dem Sommer geredet? Habt ihr nicht so eine Art Direktverbindung? Und ich habe mit keinem Sommerorakel geredet, aber diese Aussage wurde Wort für Wort weitergegeben und ich hoffe, dass ich sie jetzt richtig... Also warte, bitte gib mir die Zeit. Die weiße Abtrünnige, die sich in Unschuld kleidet, obwohl in ihr ein Monster erwacht ist, sucht nichts als Vernichtung und bringt nichts als das. Die wenigen Worte aus ihrem Mund bringen falsches Zeugnis und Tod über alle. Ja, das klingt eindeutig nach mir. Das klingt auch vollmundig. Natürlich, aber der redet den ganzen Tag, also insofern. Oh, so ein bisschen Orakelbeef würde sich ziemlich gut machen. Du, wir haben keinen Beef, da muss ich dich echt... Tut mir leid. Eine freundschaftliche Verbalrangelei. Ich habe noch nie mit ihm geredet. Ein bisschen Shit-Talk. Ja, aber guck doch mal. Der hat jetzt die Vorlage gegeben und du könntest jetzt... Ich könnte es auch einfach ignorieren. Und welche Geschichte würde das denn bitte aufbauschen? Das ist die Einleitung zu eurem irgendwannigen Aufeinandertreffen. Ich meine, der Traum mag's verhüten, aber das heißt, das braucht eine gewisse Spannung vorher, die muss aufgebaut werden. Und wie wird die aufgebaut? Nicht indem er was sagt und du sagst, sondern indem du was zurückgibst. Nicht immer so passiv, du stehst hier rum und lässt dir das bieten. Bam! Ja, aber ich heb mir meine Energie lieber für Dinge auf, die sich lohnen und, Oh, siehst du. So kann ich das weitergeben, danke. Du drehst mir gerade die Aussage im Mund um. Nein, das ist ziemlich genau, was du gesagt hast. Das stimmt. Aber es war darauf bezogen, dass ich keine Lust habe, auf so etwas in irgendeiner Form zu reagieren. Ja, weil es nicht wert ist. Hier, das habe ich schon verstanden. Nicht eher, sondern die Aussage ist es nicht wert. Ja, bitte, als ob die Leute das auseinanderhalten könnten. Das reicht mir doch schon. Das können sie, wenn man das so sagt. Ja, natürlich, die Leute können ja auch auseinanderhalten, wenn man sagt, ich lache nicht über dich, ich lache mit dir. Die Leute können es auch auseinanderhalten, wenn man sagt, ich mag dich, aber heute siehst du echt scheiße aus. Natürlich können sie das. Natürlich ist es auch so gemeint. Mir reicht es. Das ist genau die richtige Art. So machen wir weiter. Wie du willst. Ja, wenn wir einfach... Ach ja, übrigens, wenn aufgrund dieser Tatsache irgendein Problem entstehen wird, ne, dann derke ich dir nicht nur Heuschrecken, sondern Ameisen und sämtliches Getier auf den Hals, das mir irgendwie bekannt ist. Was sollten denn für Probleme entstehen, außer die nicht vorherbestimmt sind? Was willst du denn von mir? Irgendwann werdet ihr, wenn unser Untergang naht, dann werdet ihr also aufeinandertreffen. Und dann wird sich was entwickeln. Irgendwas.
Und das könnte total langweilig sein. Nämlich, dass du sagst, du bist ja dumm. Und der sagst, pö. So. Oder was Sinnvolles, dass ihr euch entweder nach vielen Wortschlachten aus der Ferne zusammenrauft oder verfeindet auseinandergeht oder euch auch an die Gurgel. Und nur das Zweite ist von Wert. Und deswegen müssen wir doch daran arbeiten, dass wir die richtige Einleitung finden. Okay. Ja. Und deswegen war es wichtig, dass du mir das gesagt hast. Alles klar. Dann, kalte Schulter und so. Ja, ich freue mich, dir die Vorlage für eine weitere Geschichte geliefert zu haben, die du irgendwann zum Besten geben kannst. Ja, aber das ist jetzt eher so die der Keim der Einleitung. Das ist die, ich sag mal, die zuverlässigste Rohrpost, die es gibt, länderübergreifend auch die Eschu-Rohrpost. Das heißt, das wird sich dann einfach bis zu ihm weitertragen in der nächsten Zeit. Höchstwahrscheinlich. Und dann wird am Ende dabei rauskommen, dass ich gesagt habe, ich würde ihn vernichten wollen oder sowas, ja. Das denke ich nicht. Ich denke nicht, dass sie erzählen werden, wie wir in irgendeiner Straße standen und du mir einen Ordner gegeben hast. Vermutlich wird das nicht dabei sein, nein. Was wäre eine Geschichte, wenn nicht jeder Eschu, der sie hört, immer noch eine kleine Verzierung hinzutun würde? Es reicht manchmal schon, die Dinge wegzulassen. Was spielt der Ort für eine Rolle? Der Ort, darum ging es auch gar nicht, aber das ist erstmal egal. Und was spielt unsere Vorrede für eine Rolle und unsere Nachrede? Es spielt nur eine Rolle, was du ihm zurückgeben möchtest. Ja, sicher. Ich kenne ihn doch nicht mal. Dass sein aufgeblasenes Plappermaul zwar viele Worte bringt, aber die für dich und für deine Vision von der Zukunft so wenig eine Rolle spielen, wie eine einzelne Heuschrecke im Wind. Mistvieh. Sehr gut. Wie geht's eigentlich David? Läuft bei ihm, würde ich fast sagen. Das ist gut. Es ist zu zeitig für freundliche Grüße. Ja. Ich würde ihn sonst auch auf einen Döner einladen. Auf was? Auf Töne? Einen Döner. Ich werde ihm das ausrichten. Siehste. Ich werde ihm sowohl Grüße als auch deine Einladung ausrichten. Kannst du ihm auch dreimal ausrichten? Alles klar, da werde ich das tun. Das ist schön. Na gut, ich muss jetzt mich ein wenig umhören und dann muss ich irgendetwas besorgen, was viel Rauch erzeugt. Viel Spaß mit deiner Plage. Eine Fogarre. Das klingt total vernünftig, aber nur wenn du keine Lunge hast. Stimmt. Ja, ich werde darüber nachdenken. Na gut, wir sehen uns. Du könntest dich in einen legendären Fisch verwandeln, dann hast du keine Lunge. Der legendäre Fisch, ja. Es gibt bestimmt irgendeinen. Moby Dick ist ein Säugetier und hat eine Lunge. Tja. Das wird kompliziert. Es gibt bestimmt einen. Ach, was interessiert mich meine Lunge? Es geht hier um wichtigere Sachen. Wenn man nicht meine Lunge im Leben riskiert, wie soll man überhaupt dann vorankommen? Das stimmt. Sagt sie und zündet sich eine weitere Zigarette an. Also dann frisch ans Werk. Mach's gut. Er geht. Sophie auch. Geht nach Hause. Guck kurz bei David rein. Ich bin wieder da. Hallo. Hi. Ich soll dir schöne Grüße von Kamal ausrichten und dass er dich gerne mal auf einen Döner einladen würde, hat er gesagt. Den kann er sich sonst und ich soll dir das dreimal ausrichten. Und dann kann er sich drei Döner in den Arsch stecken.
Dieser Hass? Und ich bin noch freundlich. Sie gehen kichernd und kopfschüttelnd aus dem Raum. Ich werde übrigens meine Zeit dafür nutzen, ein bisschen für die Uni zu tun. Ich gebe es ja nicht auf. Yay. Ja, krank zu Hause zu sein, ohne wirklich... Also, ich leide ja noch körperlich. Naja, aber dir geht's verdammt dreckig, ne? Klar, ich verstehe deinen Wunsch und ich verstehe deine Anstrengungen und Bemühungen, aber... Naja. Yay! Das ist immer noch ziemlich heftig. Ja. Ich leide halt in mich hinein. Also ich meine, du heilst in deinem chimärischen Körper Schaden so schnell, wie du ihn in derselben, wenn es derselbe Schaden wäre, als Mensch heilen würdest. Dir sind Brocken auf den Körper gefallen. Du hast immer noch ein bisschen was gehabt von... Ja, ich kann mich aber, wenn ich mich drauf konzentriere, mit meinem Glamour heilen ein bisschen. Ja, wenn du das tust, dann kannst du noch einen pro Tag mehr wegheilen, ja. Das war ja der Plan. Wie viel Glamour willst du denn insgesamt investieren? Du hast noch 6. Ich war jetzt so 3. Und dann wäre wahrscheinlich Zeit dafür, dass ich mir mal wieder meine Freude abhole. Ja, da kannst du dann sogar hin, auch wenn du noch nicht vollständig genesen bist. Du hast immer noch schon noch Schmerzen und sowas. Mhm. Aber Freude in der nächsten Folge. Yeah. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen.